Welchen Nutzen hat die Qigong-Intensivausbildung? Heute ist wieder eine andere Teilnehmerin bei mir, die aktuell in der Qigong-Intensivausbildung ist. Und das ist die Steffi. Und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir hier über ihre Erfahrungen zu sprechen und was ihr diese Ausbildung bringt, beziehungsweise schon gebracht hat. Hallo Steffi. Hallo, servus. Ja, wie geht's dir in der Ausbildung? Was hat sich da alles für dich getan? Ja, also ich stehe jetzt kurz vorm Abschluss der Ausbildung und ich muss sagen, ich habe so jetzt einen richtig dicht gefüllten Werkzeugkoffer eigentlich für mich zusammengesammelt, der mir wirklich im Alltag hilft. Also ich merke es immer wieder, ich habe für verschiedene Alltagssituationen jetzt Mittel in die Hand bekommen, wo ich mir selber helfen kann. Sei es jetzt, um in der Früh in die Gänge zu kommen, mehr Energie sich zu schaffen, wenn man irgendwie mal schon müde ist oder eben in der Arbeit sich schon sehr angestrengt hat, dann nochmal so frische Energie sich herbeizuführen, am Abend, um runterzukommen, sich besser zu fokussieren auf bestimmte Aufgaben. Also es sind wirklich so kleine Hilfsmittel, die ich mir jetzt erarbeitet habe in den letzten 3 Jahren, die ich für mich unmittelbar anwenden kann im Alltag und mir mehr Energie, meistens ist meistens mein Thema halt, dass ich dann mir auch mehr Energie dann noch schaffen kann. Mhm, super. Und wie ist es dir so in den 3 Jahren ergangen? Also wie bist du überhaupt zur Ausbildung gekommen? Ja, also Qigong begleitet mich schon sehr lange. Ich würde sagen, ich glaube schon seit so 15 Jahren in etwa. Ich habe da verschiedene Kurse, Lehrer immer wieder mal auch über Österreich verstreut kennengelernt. Und über die Ausbildung bin ich dann wirklich, also ich habe viel recherchiert und gut überlegt, wo ich eben die Ausbildung starte. Und bin ja eigentlich nähe Wien und habe mich dann aber doch eben entschlossen, die Ausbildung in Graz zu machen, weil es mir so gut gefallen hat, wie der Aufbau der Ausbildung ist, von den Inhalten her und vor allem auch diese gute Struktur mit euch 4 Lehrern, die so unterschiedlich sind, die jeder andere Persönlichkeit und andere Themenschwerpunkte einbringt und damit bekommt es nochmal eine ganz wirklich exzellente Bandbreite und Tiefe. Man kriegt nochmal viel mehr Anregungen. Und ja, und ich habe mich einfach total wohl gleich gefühlt beim Kennenlernabend. Das war eine super Gruppe und dann war kein Zweifel mehr. Da habe ich gewusst, da bin ich richtig und bin sehr froh auch über die Entscheidung jetzt nach 3 Jahren. Wow, das klingt toll. Das habe ich gar nicht gewusst, dass du schon so lange, 15 Jahre, dich damit beschäftigt hast. Naja, mal intensiver, dann ist es mir wieder abhanden gekommen, immer so phasenweise. Aber es ist ein langer Weg, begleite schon. Und ich wollte mich dann wirklich vertiefen, habe dann irgendwie so immer wieder mal erahnt, okay, da ist so viel mehr dahinter. Am Anfang sind es halt Übungen, die man macht, die schon gut tun. Und so, man kriegt dann so kleine Einblicke oder Ahnungen, was da eigentlich noch dahinter stecken könnte. Und wenn man dann selber spürt, wie die Wirkung sich dann nochmal intensiviert, wenn man ein bisschen mehr in die Tiefe halt kommt, mehr vielleicht Wissen hilft halt dann auch oft, aber auch so diese eigene Selbstwahrnehmung verfeinert und diesen Effekt zu spüren, ist wirklich der beste Motivator, da immer wieder dran zu bleiben. Was hat dir da geholfen, so in die Tiefe zu kommen? Was waren so die, ja, die wichtigen Tools da dahin? Ja, muss ich schon sagen, also dass eben gerade ihr Lehrer immer wieder uns euch so hingeführt habt zu der feinen Wahrnehmung, also so diese Selbstwahrnehmung und auch Entschleunigung, also irgendwie so Interesse und Lust dran zu finden, sich mit kleinsten Bewegungen wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Und das schult halt so die eigene Körperwahrnehmung extrem. Und ich habe dann wirklich so gut gelernt, eben wahrzunehmen, wie auch außerhalb quasi der Übungspraxis oder des Unterrichts, wenn ich am Bahnhof stehe, am Weg zur Arbeit, okay, wie fühlt sich gerade mein Rücken an? Kann ich da, okay, wie ist das, wenn ich da jetzt mal loslasse? Oder okay, die Schultern sind schon wieder oben, lass die Schultern sinken. Und das waren so kleine
Wahrnehmungsbewusstseinsbildungen und auch Feinheiten. Ja, das hat extrem geholfen, eben so das eigene Wohlbefinden wirklich wesentlich zu steigern, ja, und den Energiehaushalt sozusagen zu regulieren. Das hat denn ja voll sozusagen, wie du das beschreibst, so wirklich in deinen Alltag reingewirkt. Also nicht so die Ausbildung ist das und ich absolviere die Ausbildung, sondern das hat sich immer mehr mit deinem Leben und so wie du beschrieben hast, da wenn du am Bahnhof stehst und du spürst den Rücken sozusagen so, ja, so verbunden auch in einer gewissen Weise. Ja, es ist wirklich so ein Teil des Lebens geworden und also nicht nur quasi, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt mache ich eine Stunde Qigong, jetzt übe ich brav und dann ist das wieder weg, sondern es ist wirklich etwas, was tiefer geht. Und dass eben das Tolle dran, dass es so generell aufs Leben zu übertragen ist. Also es ist vielleicht eine kleine Warnung, wenn man die Ausbildung macht, dann hat das schon wirklich einen Einfluss auf das Gesamte. Und ja, das ist eben gerade auch das Schöne, dass es eben nicht nur eine Ausbildung ist, sondern es ist wirklich eben auch so ein Reifungsprozess oder eine persönliche Weiterentwicklung auch, für die halt generell sich dann auch aufs Leben übertragt, würde ich jetzt mal so schon sagen, ja. Ich meine, es klingt dann oft so lange, 3 Jahre dauert die Ausbildung, aber ich meine, 3 Jahre ist relativ. Aber ja, waren schnell um, muss ich sagen. Also am Anfang habe ich schon lange überlegt und auch ist nicht leicht, sich für so eine 3-jährige Ausbildung zu entscheiden, muss ich sagen, weil man denkt sich immer, ja, wer weiß, was in 3 Jahren ist und da kann so viel passieren und bin ich sicher, dass ich da dranbleiben will, auch 3 Jahre. Meistens ist bei solchen Dingen, sie vergehen so schnell und wenn man dann am Ende ist, will man sich irgendwie so fast wünschen, dass es noch nicht aus ist und noch weitergeht. Und dadurch, dass es ja sehr gut aufgeteilt ist, also man hat wirklich intensiven Input an den Wochenenden und dann aber auch gut Zeit, das zu verdauen. Und das war für mich auch notwendig. Also die meisten Übungen kannte ich noch nicht. Das waren wirklich neue Übungssysteme für mich. Und da schon am Anfang sehr fordernd mitzukommen, viel wirklich Gehirnleistung sozusagen, die da auch notwendig war, um die Übungen wirklich zu erlernen. Und erst so ab dem 2. Jahr, würde ich sagen, war es dann eigentlich möglich, so wirklich mehr ins Spüren zu gehen und vielleicht mehr diesen Qi-Fluss auch wahrzunehmen. Das wird dann wirklich so Jahr für Jahr eine Ebene nochmal tiefer und feiner. Und ja, es ist sehr schnell vergangen, die Zeit. Ja, die Idee war ja deshalb auch, dass man die Übungssysteme regelmäßig wieder wiederholen. Also sozusagen nach einem Jahr, dann kann man es noch einmal reflektieren und nachdem man die Bewegung gelernt hat, noch einmal die Atmung integrieren, die Vorstellungskraft, den Qi-Fluss, dann kann die Übung auch so richtig schön reifen. Ja, ja. Und das hat es wirklich gebraucht, muss ich sagen. Und jetzt dagegen Ende hin, so im 3. Jahr geht es dann auch schon langsam so darum, den Fokus eben wirklich in diese Kursleiterrolle auch reinzubringen. Und das muss alles reifen, das braucht Zeit. Man hat eben auch Möglichkeiten im Rahmen der Ausbildung erste Erfahrungen zu sammeln. Wie fühlt sich das an, vor der Gruppe zu stehen, mal so eine Morgenübung anzuleiten? Und das ist, ja, das braucht Zeit und das muss alles wachsen. Aber wenn ich jetzt zurückblicke am Beginn, muss ich sagen, bin ich auch so ein Stück weit stolz drauf, was auch möglich ist, halt in 3 Jahren sich anzueignen, zu lernen. Und ich beobachte das auch bei den anderen Teilnehmern. Also wir sind da wirklich alle ordentliche Schritte weitergekommen und haben das sehr uns bereichert, auch im Rahmen der 3 Jahre jetzt. Ja, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt bei unserem letzten Vorbereitungswochenende auch für die Prüfung beziehungsweise die Unterrichtspraxis, wie sicher ihr da schon wart und du auch vor allem. Und ja, man muss schon die Übungen auch richtig intus haben, damit man sie auch wirklich dann weitergeben kann. Und das freut mich auch voll, dass ihr da in der Ausbildung so gute Grundlagen euch erworben habt. Also wirklich solide Grundlagen und jetzt geht's
glaube ich, darum, beim Unterrichten dann so euren eigenen Stil auch zu finden. So wie du auch gemeint hast, dass das so schön war bei uns, weil wir doch vier unterschiedliche Persönlichkeiten sind und wir unterrichten doch alle das Gleiche, aber es drückt sich dann dadurch halt anders aus. Ja, also diese gibt es eben den Rahmen dafür auch, dass das eben auch möglich ist, ja. Dass wirklich eben durch eure Unterschiedlichkeit wird man auch so richtig ein bisschen eingeladen, schon auch das eigene auch daraus zu machen. Und es ist eben nicht so eine strenge Vorgabe und nicht ganz so eng. Also das bringt halt auch so diese chinesische Philosophie und diese Grundhaltung, mit der ihr auch unterrichtet, halt da gut mit rein, dass da eben es nicht das einzig Richtige gibt, sondern da gibt es eben auch ein auch nicht nur ein Schwarz und ein Weiß, ja, sondern eben ja, mehrere Möglichkeiten auch. Ja. Verschiedene Nuancen und Blickwinkel auch. Also ich glaube, man kriegt dann richtig flexibel Blickwinkel auch auf eine Übung zu schauen, so mal auf die körperliche Ebene, dann mehr auf das eben, wie du schon angesprochen hast, viel auf Selbstwahrnehmung, Qi-Fluss spüren. Und wie eine geistige Ausrichtung auch eine Übung verändern kann. Ja, absolut. Ja. Was vielleicht ein Punkt noch ist, der mir besonders hilfreich war auch, ist so die eigene Selbstwirksamkeit zu spüren und wahrzunehmen. Mhm. Das ist gerade jetzt in Krisenzeiten oder wo man auch das Gefühl hat, man wird es irgendwie eng und man ist irgendwie von außen sehr gesteuert, ja, und da immer wieder bestärkt zu sein, weil man hat so viel selbst in der Hand, man kann so viel selbst sich Gutes tun, machen, um sich zu stärken, um eben positiv im Leben zu stehen oder auch um gesund zu bleiben, also auch Wehwehchen, wo ich früher vielleicht schneller mal zum Arzt gegangen wäre oder schneller meine Massage gebucht hätte oder so. Habe ich jetzt da wirklich eigene Werkzeuge, wo ich sage, ich kann was tun für mich, ja, ich habe es in der Hand ein Stück weit oder auch zu einem wesentlichen Teil und ja, kann da wirklich selbstwirksam sein. Und ich glaube, das ist ganz eine wichtige Erfahrung, sich das eben so bewusst zu machen und das stärkt halt irrsinnig. Ja, das finde ich total schön, dass du das ansprichst, dass es so wirklich ein voller, super Werkzeug ist, sich selbst zu helfen und dass der Körper einfach, dass man da selbst so viele Möglichkeiten hat. Das finde ich total schön, dass du dir das auch mitnimmst von der Ausbildung. Super. Ja, auf jeden Fall. Ja. Cool, Steffi, das ist so schön, dich da zu sehen. Ja. Du und es war eine ferne Zeit. Die Corona-Zeit ansprichst, das ist natürlich voll herausfordernd für alle und wir starten ja nächstes Jahr den neuen Ausbildungszyklus. Das wird schon unser vierter sein. Also wir haben schon einige erfolgreiche, so wie du auch bald sein wirst, Absolventen gehabt, unsere Qigong-Intensivausbildung. Und was würdest du sagen, zahlt es sich in dieser Zeit aus, dass sich für diese Ausbildung vielleicht zu entschließen, wenn einem das am Herzen liegt? Oder was meinst du? Ja, umso mehr, würde ich sagen. Es ist die beste Zeit, das jetzt zu starten. Das Wichtigste ist jetzt, sich um sich selbst zu kümmern und zu schauen, dass uns gut geht und uns zu nähern und zu stärken. Und dafür hat man sehr viele Möglichkeiten in der Ausbildung, sich diese Zeit für sich auch zu nehmen. Ja. Und ich muss dazu sagen, was wirklich schön ist, es ist so ein positives Umfeld. Also dadurch, dass es eben so eine Vereinsstruktur im Hintergrund gibt, es gibt eben vier Lehrer, nicht nur einen, es gibt ein aktives Vereinsleben, man hat jedes Jahr die Möglichkeit, zu einem Sommercamp zu fahren, es gibt verschiedene intensivere Seminare dann eben auch für die Kursleiter oder für die schon ausgebildeten Übungsabende, ihr habt es auch so Treffen in Parks, war jetzt für mich zu weit aus Wien, aber man hat so vielfältige Möglichkeiten, da eben auch anzuknüpfen, in Kontakt zu bleiben und es ist ganz ein feines Umfeld von den Leuten her, also ich habe mich da extrem wohl gefühlt und deswegen ist es auch ein bisschen leichter, jetzt da abzuschließen mit der Ausbildung, weil ich weiß, da gibt es so viele Möglichkeiten, dran zu bleiben und man wird sich dann in verschiedenen
anderen Rahmen dann auch wieder sehen und kann den Weg auch gemeinsam weitergehen. Ja, das ist schön. Ja, das ist für uns auch immer am Ende der Ausbildung so ein bisschen halt ein bisschen ein Wehmut auch, aber das ist wirklich so, das Sommercamp hat sich jetzt da richtig zu einem Treffpunkt entwickelt, wo dann alle wieder zusammenkommen. Und ja, es hat da schön zu sehen, dass du das auch siehst, diesen Wert dahinter, diese Gemeinschaft, die trägt. Und letztendlich wird durch die Gemeinschaft noch für Positives aktiviert. Das ist, ja, was man auch zusätzlich noch bereichert. Ja. Mir geht es auch genauso. Das ist einfach total schön. Ja. 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 Auf jeden Fall. Also Sommercamp war gemerkt für nächstes Jahr auf jeden Fall. Ah, super. Super, Steffi. Das ist auch voll schön, dass du dir Zeit genommen hast, damit wir ein bisschen über diese Qigong-Intensivausbildung zu unterhalten. Und wenn du auch jetzt Lust bekommst, dich dafür ja, vielleicht sogar zu entscheiden, da mitzumachen. Die neue Gruppe startet im Jänner. Und den Link dazu stelle ich in die Kommentare. Vielen Dank, liebe Steffi. Und wir sehen uns bald. Sehr gerne. Bei der Prüfung. Ja, genau. Tschüss. Tschüss, Baba. Tschüss.